Ja, und damit ein herzliches Willkommen. Endlich, nach lang ersehntem Warten, kann man das so sagen? Nach einem langen Warten geht es endlich in die zweite Runde von Soul Reaver, der Legacy of Kain Series. Obwohl, ich glaube, das S spricht man gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Oder nee, Quatsch, Series. Das S spricht man schon, nur das E, glaube ich, nicht. Ist ja auch scheißegal. Wir sind jetzt hier letztendlich hier mit Soul Reaver 2 und starten auch direkt mal ein neues Spiel. Endlich. Ich muss sagen, dass ich von deinem Vorwärtskommen enttäuscht bin. Ich hatte dich eher hier erwartet. Sag, hattest du ein Problem damit, deine Brüder umzubringen? Hattest du ein Problem damit, mich in den Abgrund werfen zu lassen? Die Ewigkeit ist grausam, Raziel. Als ich Jahrhunderte zuvor erstmals in diese Kammer schlich, hatte ich die wahre Macht des Wissens noch nicht ergründet. Die Zukunft zu kennen, Raziel. Zu sehen, wie sich ihre Wege und Strömungen ins Unendliche hinziehen. Als Mensch hätte ich diese verbotenen Wahrheiten niemals kennengelernt. Aber jeder von uns ist so viel mehr, als wir einst waren. Spürst du nicht mit deiner ganzen Seele, wie wir göttergleich geworden sind? Und sind wir als solche nicht unzertrennlich? Solange ein einziger von uns noch steht, sind wir unschlagbar. Unsere Zukunft ist vorherbestimmt. Möbius hat meine Entwicklung bereits vor Äonen vorausgesagt. Wir spielen beide die Rolle, die das Schicksal für uns geschrieben hat. Entscheidungsfreiheit ist eine Illusion. Ich habe die Grabkammer der Sarafan gefunden, Kain. Wie konntest du nur einen Priester entweihen, indem du ihn in einen Vampir verwandelt hast? Warum sollte ich nicht? Man muss sich um seine Freunde kümmern, Raziel. Und noch mehr um seine Feinde. Wer könnte mir besser dienen als die, deren Leidenschaft die Begriffe Gut und Böse bei Weitem übertrifft? Die Sarafan waren Erlöser, die Nosgoth vor unserer Fäulnis verteidigten. Meine Augen sind geöffnet, Kain. Ich empfinde es nicht als edel, dass du dieses Unleben in meinen sich sträubenden Körper pflanztest. Du magst deine Vergangenheit enthüllt haben. Aber du weißt nichts darüber. Du denkst, die Sarafan wären edel, selbstlos? Sei nicht einfältig. Ihr Ziel war das gleiche wie unseres. Du hättest mich beinahe gehabt, Raziel. Aber dies ist nicht der Zeitpunkt oder der Ort für ein Ende. Das Schicksal verspricht weitere Verflechtungen, bevor dieses Drama sich komplett auflöst. Erlöser und Zerstörer, Bauer und Messia. Willkommen, zeitumspannende Seele. Willkommen zu deiner Berufung. Ende von Soul Reaver 1. Jetzt beginnt Teil 2. Wo bin ich, möchtest du wissen? Doch besser fragtest du dich,
wann bin ich? Nun gut, du alte Schlange. Wenn du bloße Hände bevorzugst... Damit habe ich nicht gerechnet. Diese Kristallkugel setzt unsere Feinde, die Vampire, außer Gefecht, macht sie hilflos und bewegungsunfähig. Allerdings scheint sie auf deine spezielle Waffe hier die gleiche Wirkung auszuüben. Aber du musst mir glauben, ich führe nichts Böses im Schilde. Du kannst deine Maskerade als Wohltäter aufgeben, Möbius. Ich weiß, wer und was du bist. Ich sollte dich gleich töten. Vielleicht solltest du, mein Junge. Aber du kannst nicht. Bist du dir da so sicher, Möbius? Meine Rolle als Hüter der Zeit erfordert zuweilen ein gewisses Maß an Allwissenheit, Raziel. Nein, du wirst mich nicht töten. Diese Ehre bleibt deinem Schöpfer vorbehalten, Kain. In etwas mehr als 30 Jahren von heute an. Ihr beide seid wahrlich ein Paar. Du bist so schicksalsergeben wie er. Der Tod kommt zu uns allen, Raziel. Es ist nur eine Frage der Zeit. Woher kennst du meinen Namen? Wir sind einander nie begegnet. Ganz im Gegenteil, Raziel. Ich kenne dich sehr gut. Und es bekümmert mich zu sehen, wie grausam Kain dich benutzte. Ich kenne dich, seit du der Seraphan-Bruderschaft angehörtest, Raziel. Wir standen einander sehr nah. Oh, bitte. Glücklicherweise musst du mich nicht lieben, um mein Verbündeter zu sein. Befinden wir uns in der Festung der Seraphan-Priester? Ja. Aber die ruhmreichen Tage der Seraphan sind schon lange vorbei, fürchte ich. Wir leben in eher zynischen und unschicklichen Zeiten. Meine Söldnerarmee bewohnt jetzt diese Festung. Wir versuchen, das Gedenken an die Seraphan durch unseren demütigen Kreuzzug zu bewahren. Ist das der Vampir Vorador? Ja. Die Geißel des Kreises. Das wohl verdorbenste und dekadenteste Exemplar dieser degenerierten Rasse. Er ermordete 6 der wehrlosen Hüter, als sie sich in diesen Raum geflüchtet hatten. Und du selbst hast das Massaker irgendwie überlebt? Ich und 2 weitere. Der Kreis war zerstört. Nur wir 3 wurden verschont. Wie passend. Du verzeihst mir doch, dass ich nicht gleich jede deiner Botschaften naiv schlucke. Dir folgt der Ruf des Betrügers. Und wer verleumdet mich so? Dein Übeltäter Kain. Der, der dich verraten und vernichtet hat? Unser gemeinsamer Feind? Berücksichtige deine Quelle, bevor du mich so streng beurteilst. Unsere alte Freundschaft wird wohl kaum neu aufleben, jedoch verfolgen wir ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide, dass Kain stirbt. Ich kann dir dabei helfen. Du wirst dich da nicht einmischen wollen, alter Mann. Ich kenne alle deine schmutzigen kleinen Pläne, aber bei diesem hier verlierst du langsam den Boden unter den Füßen. Du unterschätzt mich, Raziel. Lass es mich beweisen. Selbst jetzt noch liegt Kain auf der Lauer, nicht wissend, dass ich dich aus dem Zeitstrom herausgerissen und hierher gebracht habe, zu mir. Sieh nur, wie er um die Säulen herumlungert, die er dereinst zerstören wird. In dem närrischen Glauben, deinem Zugriff entkommen zu sein. Die Säulen stehen auch noch in dieser Zeit. Ja, Raziel. Denn sie verkörpern die göttliche Macht, die unsere Welt bewahrt. Wir, die wir den Säulen dienen, schützen ihr zerbrechliches Gleichgewicht. Doch Kain ist auserkoren, das Gleichgewicht zu stören. Ich glaube, du kennst bereits die Einöde, die durch seine entsetzliche, selbstsüchtige Entscheidung entstand. Kains gesamte Existenz bedroht wie ein Geschwür dieser Welt. Solange er lebt, schwebt Nosgoth in höchster Gefahr. Vielleicht wirst du niemals wieder menschlich, Raziel. Doch kannst du das Wesen deines Menschseins und den Adel deines seraphanischen Erbes neu verstehen. Gehe zu ihm, Raziel, und mach ein Ende damit. Doch zunächst musst du deinen Weg aus der Festung finden. Und da, so fürchte ich, kann ich dir nicht helfen.
Meine Soldaten werden deine Anwesenheit hier nicht verstehen. Sie werden versuchen, dich zu töten. Doch habe keine Furcht. Sie sind keine Gegner für dich. Beschränke die Opfer auf ein Mindestmaß. Doch tu, was du tun musst. Alle großen Bewegungen brauchen ein paar Märtyrer. Wieder allein schaute ich mich um und bemerkte einen zweiten Zeitstromraum, dessen Eingang fast identisch mit dem des ersten war, jedoch mit einem entscheidenden Unterschied. Dieser Kristall war bedeutsam, doch wie sehr, sollte ich noch herausfinden. Ja. Und somit sind wir im Spiel. Ja! Ich muss ein paar Sachen erstmal sagen, bevor wir so richtig durchstarten. Erstmal Entschuldigung, falls ich, nicht falls, sondern dass ich ein paar Mal im Intro schon lachen musste, aber, ja, alles gut, Raziel, sehr cool. Aber das Ding ist einfach, wisst ihr, die Übersetzung aus dem Englischen ist wirklich gut gelungen, kann man nicht anders sagen, das sagt jeder. Aber, ihr habt schon gemerkt, die Lippensynchronität ist nicht unbedingt immer so geil gegeben. Aber macht nichts, das macht es ja nur relativ witzig, oder witziger, wie auch immer. Und falls ihr schon mal ein anderes Let's Play von Soul Reaver 2 gesehen habt, so kann ich euch schon mal auch dazu was Wichtiges sagen. Falls ihr euch wundert, Vampy, das ist irgendwie bei dir sehr viel grauer als sonst auf YouTube, wenn man sich das anschaut. Ja, das ist richtig. Das hat einen entscheidenden Grund. Ich habe ja erstmal versucht, Soul Reaver 2 über den Emulator quasi aufzunehmen, der PS2. Das sah sowas... Ah, bitte lass das, Rassel, das war ja gerade eklig. Das sah sowas von grausam aus, das ging echt gar nicht. Also Raziel war quasi nur zur Hälfte zu sehen, seine Flügel waren durchsichtig oder irgendwie grünlich auch auf einmal und all sowas. Also das konnte sich keiner angucken, das war schrecklich. Und vor allem, wenn ich in die andere Welt gewechselt bin, in die Spektralebene, dann hat sich das Spiel einfach mal aufgehängt. Ich durfte nicht zurückwechseln, deswegen, ja, geil oder so. Deswegen, das ist jetzt wirklich mein original PlayStation 2 Spiel über eine PlayStation 2, über die Elgato und über ein Ding, was noch dazwischen geschaltet ist, was dann dafür wiederum sorgt, dass halt, ja, die PlayStation 2 jetzt quasi auch einen HDMI-Anschluss hat, und dadurch kann es halt aufgenommen werden, weil Elgato ist ja irgendwie nur mit HDMI. Deswegen, da braucht man halt einen extra Teil. So. Und wir hatten Probleme mit der Farbgebung gerade eben, als wir das versucht haben, hier richtig alles einzustellen. Das Ding ist wirklich, Soul Reaver 2 ist ja wirklich auch hier jetzt zumindest noch so, ja, relativ grau gehalten, so wie im Original von den Farben her. Also was heißt Original, wie im ersten Teil, wollte ich sagen. Aber gerade das Intro zum Beispiel, wo wir noch mit keinen geredet haben, was ja übrigens wirklich ganz genau das Ende von Soul Reaver 1 gewesen ist, nur halt dezent anders verändert von den Worten, die sie benutzt haben, aber das Gespräch war eigentlich schon dasselbe. Auf jeden Fall, das war ein bisschen knalliger eigentlich. Also in diesem Spiel ist eigentlich unglaublich viel Kontrast, aber das ist eigentlich sogar ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Ich meine, Soul Reaver 2 kommt wirklich nicht mal ansatzweise an Soul Reaver 1 ran. Es ist einfach quasi vollkommen anders. Nicht nur, dass es für eine andere Konsole ist, sondern dass es einfach... Ihr werdet es merken. Ich will ja nicht so viel spoilern, aber ihr werdet es merken. Es ist einfach anders und der erste Teil ist sehr viel epischer. Deswegen seid nicht zu enttäuscht. In Nosgoth gab es sehr viel mehr am Anfang zu erkunden, als jetzt hier im zweiten Teil. So viel kann ich schon mal vorneweg auf jeden Fall verraten. Und ja, auf jeden Fall, ich fand das erstmal so viel zu knallig, was erstmal hier in OBS wiedergegeben wurde. Dachte so, nee, komm, das sieht so scheiße und unrealistisch und doof aus. Wo wir dann ein bisschen mit der Helligkeit und dem Kontrast gespielt haben. Und ich weiß, an manchen Stellen sieht es vielleicht immer noch nicht so sahnig vor allem aus. Vor allem hier so ein Schatten. Das sehe ich jetzt hier so nicht auf dem Fernseher, wenn ich das spiele. Das sieht bei mir eigentlich so schön an... Das klang wie ein Klopfen. Das sieht angenehm, ja genau, kratzig erstmal, angenehm verwischt aus, wie es halt auf der PlayStation 2 immer so war. Und bei euch im Video sieht es ein bisschen sehr dunkel und vielleicht ein bisschen zu matschig aus, weiß ich nicht. Aber im Grunde ist es original
Konsolengrafik, nur halt mit leicht anderen Farben, dass es wirklich grauer ist und dadurch mehr an den Stil, an das Gefühl, die Atmosphäre des ersten Teils halt auch rankommen soll. Und ich hoffe, das gefällt euch so. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt, denn ihr wisst, ich nehme immer im Voraus auf. Lalalala. Müsst ihr jetzt mit leben. Ich weiß noch nicht, wann ich es hochladen werde. Wahrscheinlich erst im Januar 2022. Jetzt haben wir noch den September 2021. So viel mal eben zur Information. Und falls ihr eben ein Knacken im Hintergrund gehört habt, noch während der Cutscene, sorry, das war mein Freund, der aufs Bett wieder gekrabbelt ist, um sich hinter seinen Laptop zu pflanzen. Also ich habe einmal gesehen, der Pegel fürs Mikrofon ist da ausgeschlagen durch das Knacken, deswegen, falls ihr das gehört habt, sorry! So, und wer mein Soul Reaver 1 Let's Play oder auch meinen Stream davon gesehen hat, wird sich vielleicht an diesen Raum hier erkennen, an dieses besondere Wasserbecken mit den Kerzen. Das ist nämlich ganz genau der Raum wirklich gewesen, wie Möbius ja eigentlich auch schon uns erklärt hatte, wo hier unser lieber Freund Vorador reinkam und die vier Hüter getötet hat, die dann alle geschrien haben, Malek! Und Malek, der kam einfach mal zu spät. Da haben wir auch ein paar schöne Bildchen von Vorador, wie er hier irgendeinen Typ kalt macht. Hier, wie er sich eine leckere Jungfrau gönnt. Mm, yummy, yummy, yummy. Und ich dachte schon gerade, die hätte dann noch irgendwie ein Kätzchen im Arm. Aber nee, das ist so eine Art Zepter oder sowas. Oder? Oder ist ihre Hand einfach nur komisch? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Zwei alte Mannequins, die nach Vorados Gewand quasi greifen. Und er will sie ermorden oder so. Und hier noch ein Bild. Wenn man jetzt wüsste, wer diese ganzen Sarafanen sind, die er gekillt hat, aber... Wer weiß. Hier sind auch diese aufgespießten Vampire im Hintergrund zu sehen bei diesem Bild, die wir ja auch ganz im Intro. Ne, genau. Ganz am Anfang im Intro vom Blood Omen 1 gesehen haben, tatsächlich. Deswegen, also Vorador war anscheinend schon immer sehr aktiv und bereit zum Töten, was seine Feinde so angeht, aber kann man ihm ja auch nicht verdenken, gell? Und ich gehe jetzt erstmal hier raus. Ich will ja nicht nur den ersten Part in diesem Raum verbringen und mit dem Intro. Hier steht ein besonderes Becken, aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Das wird später noch eine Bedeutung bekommen. Und hier ist der erste Gegner. Hat er gerade gesagt, ein Typ? Klang gerade so. Au. Au, willst du es verlassen? Stirb! Nice. Dankeschön. Ja, anders als in Soul Reaver 1 können wir hier auch ohne Waffengegner endgültig töten. Kann daran auch liegen, dass es Menschen sind und keine entarteten Vampire. Das weiß man jetzt natürlich nicht, aber egal. Auf jeden Fall können wir es. Und hier ist schon gleich was Nerviges. Man wird teilweise eingesperrt und muss Gegner dann wirklich bekämpfen. Aber solange es hier nur einer ist, geht das ja. Nice. Ich habe ihn um die Ecke gebracht. Ja, okay. Der war vielleicht nicht so gut, aber es passte. Ich habe ihn wirklich um die Ecke gebracht. Egal. Kleine Ratte, was? Das läufst du ja nicht immer so rum. Kann ich dich auch umbringen? Kann ich dich umbringen? Kann ich dich umbringen? Na komm, na komm, na komm. Na komm, Ratte, Ratte. Schade. Na. Nee, egal. Wir können auf jeden Fall hier in diese Angriffspose gehen, was jetzt so nicht geht, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Dann können wir hier halt so schlagen. Wir können auch rumrennen rein theoretisch und die Gegner dann so ein bisschen abstechen, wenn wir wollen. Wir können uns hier wieder schön umgucken, ne, was wir auch eben schon bei den Bildern gemacht haben. Wir können blocken. Wir können hier so wieder in die Knie gehen. Und wir können doch auch irgendwie... Genau, so an sich können wir wieder auch schleichen, wie im ersten Teil. In dieser Hinsicht ist nichts wirklich anders. Und wir können auch Sachen werfen, was ich jetzt mal nicht machen werde, aber da zeige ich euch auch mal bei Gelegenheit. Ist teilweise auf jeden Fall sehr günstig. Kamera, was machst du denn? Hi. Und... Nee. Tschö. Auch wenn ich hier alle töten könnte, weil Möbius es verdient hat. Da ist einer. Tschö. Naja, ich lasse ihn mal leben.
Überall in der Festung fand ich Beweise für meine adlige Herkunft und mein Leben als Priester der Seraphan. Dieses noble Erbe wurde mir geraubt, als Kain meine heilige Krypta überfiel und mich schändete. Wurde der gerade unterbrochen, wollte sagen, schnappt ihn, hat dann aber nur gesagt, schnappt er. Au! Au! Wirst du das wohl lassen, du? Wirst du? Dankeschön. Darf ich mal Seele? Danke. Was labert ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Lasst euch einfach umbringen und seid glücklich. Was haltet ihr davon? Ich glaube nicht viel, aber egal. Au. Au. Hier können wir auch so eine schwere Attacke machen. Huh, hoi. Wenn ich mal treffen würde. Hui. Ja, wenn ich so sinnlos in der Gegend rumschlage, dann wahrscheinlich wirklich. Das stimmt wohl. Alter, ich muss hier mal... Ah! Junge! Geht doch! Das Kämpfen ist hier auf jeden Fall nicht ganz so schön. Beziehungsweise es wirkt im Vergleich zum ersten Teil relativ schnell auch langweilig. Weil man ja im ersten Teil immer noch gucken musste, okay, welche Taktik brauche ich jetzt hier, ne? Für Vampire, da kann ich vielleicht noch die Umgebung auch nutzen. Da ist irgendwie Wasser, da ist Sonnenlicht, da ist sonst irgendwas. Und hier einfach nur draufkloppen und irgendwann den Todesstoß versetzen. Also kein Vergleich zum ersten Teil. Aber naja. So, werfen wir mal. Tschö. Hui. Und hier sind ein paar aufgespießte Vampirköpfe. Damit haben die hier wohl so ein bisschen, ja, dekoriert halt, ne? Kann man ja mal machen, oder auch nicht. So, hier geht's auf jeden Fall weiter. Hier müssen wir die andere Welt wechseln. Aber da der Part schon 22 Minuten lang ist, würde ich ihn jetzt doch mal hier langsam durchaus beenden, würde ich mal sagen. Nächsten Part also, ihr Lieben. Ciao. Yeah. Bye-bye.